Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Leisure Suit Larry. Wir haben es mal wieder geschafft, uns gefangen nehmen zu lassen. Und zwar diesmal von der guten Faith, die wir ja gesucht haben. Sie ist jetzt die Anführerin eines Kannibalinnenstammes, die mich mästen wollen, damit ich ein wunderbares Festmahl abgeben werde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses verdorbene Fleisch noch irgendwie schmecken wird. Ich meine, der Typ riecht doch schon nach Erde, so alt wie er ist. Okay, wir versuchen mal hier rauszukommen. Wir haben hier von hier aus komme ich nicht ran. Eine Truhe, da kommen wir nicht dran. Wir haben hier... sterbe ich jetzt, wenn ich da dran fasse? Wenn ich das anfasse, würde ich vielleicht das Kabel überbrücken, aber meine Hände wären verschmort. Korrekt. Habe ich was im Inventar? Den Schnaps, die Infobroschüre und ganz wichtig, die Goldmitgliedskarte natürlich. Und wir haben hier schon gesehen, wir haben hier eine Karte... Eine schöne Karte. Nein, das kann ich jetzt nicht machen. Und wir könnten theoretisch reisen, wenn wir nicht eingesperrt wären. Okay, dann schauen wir mal weiter. Lässt sich leider nicht öffnen. Die Kannibalenwachen unterhalten sich draußen. Aber so kann ich nicht hören, was sie sagen. Okay, ein Das Lämpchen. Muss mit Strom versorgt werden. Was war da? Ein Anschnallgurt. Was wohl passiert, wenn ich daran ziehe? Ja, zieh mal. Huch. Okay. Ah, das passiert also. Ich glaube, der hängt schon länger hier. Ich habe schon ein ganzes Skelett in meinem Körper. Ja, macht da nichts. Muss eine gute Diät gewesen sein. Da fehlt ein Stück in der Leitung. Da fehlt ein Stück in der Leitung, genau. Durch das Fenster kann ich rausschauen. Die Kannibalenwachen unterhalten sich draußen. Aber so kann ich nicht hören, was sie sagen. Ach so, hier, dies. Hier hinten, diese Luke, das ist die Flugzeugtür, okay. Okay, okay, okay. Ein Sicherungskasten, na sehr gut. Ist abgeschlossen. Wir haben doch einen Schlüssel. Das hilft mir nicht. Ach, schade. Ganz sicher ein Kasten. Kabel. Ah, das sieht ziemlich alt und verlottert aus. In diesem Zustand leitet es keinen Strom. Das sind zwei Lücken im Kabel. Ah, das sieht ziemlich... Ja. Was macht der Schalter? Ist zu weit weg. Mein Arm ist zu kurz. Ach komm, streng dich an. Ein Hebel. Ich mag große rote Knöpfe lieber. Ja, lass mal deine Hände von großen roten Knöpfen. Hast du eine Idee, wie wir herauskommen? Aber Herr Larry, warum sollte ich denn hier weggehen? Weil du gefressen wirst? Weil die uns essen wollen! Aber Herr Larry, was ist denn dagegen zu sagen, wenn man vernascht wird? Oh Gott! Was ist denn, Herr Larry? Gute Güte! Sie sind auf einmal so blass geworden. Du... Ja? Ja? Du bist ja schlimmer als ich! Vielen lieben Dank, mein Herr. Aber mal im Ernst, wie können wir ausbrechen? Nun, gar nicht, aber das ist nicht schlimm. Bald gibt es wieder Essen. Vielleicht sollten wir einen Hungerstreik erklären. Aber davon werden wir doch nicht satt. Okay. Ich kümmere mich allein drum. Ich bin hier reingekommen, also komme ich auch wieder raus. Das sage ich mir beim Sex auch immer. Der Typ ist wirklich noch schlimmer als Larry. Wie war das nochmal mit der Höhle und den Schlüsselsteinen? Eine der hiesigen Legenden, mein Herr. Eine Höhle soll tiefes Wissen all denen geben, die sie betreten. Ekstase also, Ekstase! Doch leider kommt man inzwischen nicht mehr so einfach zur Höhle und braucht einen verschollenen Schlüsselstein, um sie zu öffnen. Ich glaube, Faith erinnert sich an nichts mehr. Woran sollte sie sich denn erinnern, mein Herr? Na, an mich. An ihr früheres Leben. Wie langweilig. Der Typ ist überhaupt keine Bis Hilfe. Dann. Ich mag seinen Anzug gar nicht genauer anschauen. Gut. Kann ich hier mit dem Stock irgendetwas machen? Nein.
Skelettkabel. Ja, was mache ich denn hier? Was für eine Verschwendung von Sexmöglichkeiten. Hat der etwa der Schwester Oberin gehört? Da kommt er nicht dran. Irgendwie wirkt sie etwas unterkühlt. Ich kann es von hier nicht richtig sehen. Etwas unterkühlt? Was? So. Gemälde, Keuschheitsgürtel. Sonst ist da nichts. Ich habe mir das irgendwie einfacher vorgestellt, hier rauszukommen. Das war mal eine Eistruhe, aber heute nicht mehr. Da geht es nach draußen, aber davor steht eine Kannibalin. Hallo? Kannst du mal reinkommen? Ach, sehr gut. Was diese Möpse auf- und abwackeln. Worüber sprecht ihr beiden da draußen? Hast du uns etwa belauscht? Nein. Ich hab's nicht ganz verstanden, deswegen frage ich ja. Das geht dich gar nichts an. Du bist unser Gefangener und ich darf eigentlich nicht mal mit dir reden. Und doch machst du es. Kann ich was zu essen bekommen? Ihr bekommt euer Futter, wenn ich es will. Aber ich hab jetzt Hunger. Ich entscheide das. Doof. Und dabei bringe ich selbst dauernd irgendwelchen Leuten was zu essen. Wie ist denn so der Alltag als Kannibalin? Was genau willst du denn wissen? Was ihr so den ganzen Tag macht. Die Königin sagt, dass wir nicht mit Fremden darüber reden sollen. Aber ehrlich gesagt, anstrengend. Seit die Königin uns organisiert, müssen wir dauernd Sprints machen. Ich hasse Sprinten auch. Alles muss agil sein. Ihr seht aber auch echt gelenkig aus. Nein, ich spreche von Scrum. Scrum? Nein, das ist unsere Arbeitsweise. Reden wir lieber über was anderes. Ich werde immer so müde, wenn Leute vom Arbeiten erzählen. Such dir einen Job. Wenn du ein Mann bist, kannst du den Job jedenfalls nicht stemmen. Was macht man denn so als Wache? Man bewacht Dinge. Du musst doch regelmäßig nach dem Rechten sehen. Vielleicht solltest du mal eine Zelleninspektion machen. Ja, warum? Mach mal. Ich könnte einen Ausbruch planen. Du? Aus dieser Zelle ist noch niemand rausgekommen. Dem kleinen Kerl hier geht's nicht gut. Das ist nichts Neues. Der ist total krank. In jeder Hinsicht. Er erzählt mir was davon, wie toll der Sex ist, wenn man dabei eine außerkörperliche Erfahrung hat. Wie soll das denn gehen? Ich will es gar nicht rausfinden. Okay. Mir ist langweilig. Mir auch. Ja, dann komm doch mal in meine Zelle. Dann können wir uns schön die Zeit vertreiben. Kannst du uns ein Brettspiel bringen? Was ist ein Brettspiel? Man hat ein Spielbrett, auf dem man Figuren verschiebt. Habt ihr sowas hier nicht? Kann man die Figuren essen? Nein. Dann haben wir sowas nicht. Okay, sie weiß noch nicht mal, was Brettspiele sind. Lass mich raus, sonst schickt mein Gott einen Sturm, der die Insel vernichtet. Das würde Gott nie tun. Er hat uns diese Insel geschenkt. Eine Insel, auf der wir ganz wir selbst sein können, wo Männer noch ihren Platz haben. Ich will nicht wissen, wo der genau ist. Ja, siehst du doch, in einer Zelle. Ach, nichts. Gut, dann hat mir das auch nicht weitergeholfen. Da oben kann ich auch nicht dran drehen. Muss eine gute... Ach, hey. Durch das Fenster, die Kannibal... Ja. Besser nicht. Die beiden Sachen... Tja. Na, ah, das sieht ziemlich... Achso. Ja. Zwei Lücken im Kabel. Ja, diese da? Ich komm nicht dran. Vielleicht könnte Swingel, knibbel das mal zusammen. Du! Tut mir leid, mein Herr, aber ich komme gerade nicht an eure Hose heran. Das meine ich nicht. Kommst du an das Kabel? Nein, mein Herr. Das ist zu weit weg für mich. Na, verflucht. Wenn ich ihn irgendwie näher dorthin schaffen könnte. Er braucht doch nur hin und her schaukeln. Bis dann. Gut, das heißt, wir müssen irgendwie den Käfig näher dahin bekommen. Der ist zu weit. Ein Heb? Das ist gut. Hier irgendwas in diesen... Handgepäckfach.
Das nehme ich mit. Ein Stethoskop. Auch auf die Gefahr hin, dass mich jemand für einen Arzt hält. Was könnten wir damit... Kann ich damit den Hebel... Das hilft mir nicht. Nein. Der ist zu weit... Ja, ja. Jener vielleicht. Sie stehen also nein. auf Doktorspiele. Ich hatte gehofft, dass ich ihm das zuwerfe, er das festhält und ich ihn dann ranziehen kann, aber offensichtlich besser geht das nicht. Die beiden Sachen funktionieren. Ist hier noch mehr drin? Nein. Das ist gut. Das hilft mir. Besser nicht. Ganz sicher ein Die beiden Sachen. Das ist gut so. Der Schließmechanismus der Tür. Das Lämpchen zeigt an, dass die Tür verschlossen ist. Tja. Okay, das heißt, das ist die Flugzeugtür. Bedeutet also, wenn ich die beiden Lücken überbrücken kann, kann ich die Tür öffnen. Glaube ich zumindest. Das hilft mir nicht. Das war mal ein... Da komme ich auch nie ran. Kann ich irgendwas kombinieren? Nein. Das hilft mir nicht. Das macht alles überhaupt Gute keinen Idee, Sinn. Gute Idee, aber Sohn, die beiden Sachen Das lässt sie... Das ist eine Goldmitgliedskarte. Kann ich damit... Besser nicht. Ich meine, Gold leitet ja den Strom. Die beiden Sachen... Nein. Das würde ich... Was hat es denn mit dem Skelett auf sich? Hängt da vielleicht irgendetwas... Ein kleiner Schlüssel. Ah! Wofür der wohl ist? Wahrscheinlich für den Kasten hier. Ja. Der passt perfekt. Versuchen wir es. Oh. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Wir müssen noch immer diese Lücke da... überbrücken. Das ist gut so. Der ist zu weit weg. Du, tut mir leid, das meine ich. Kommst du an? Nein. Will nicht. Bist. Willst du Schnaps? Ich glaube nicht. Nein. Kabel, Flugzeugtür, Skelettarm. Ein dritter Arm ist nie falsch. Aha. Sehr gut. Kann ich damit... Wenn mein Arm nicht lang genug ist, hilft eine Verlängerung. Aha. Sehr gut, jetzt kommt er auch an das Kabel ran. Und er ist noch weiter weg von meiner Hose, das ist auch sehr gut. Du! Ich brauche dein... Tut mir leid, mein Herr. Das meine ich... Kommst du an das... Herr Larry. Stromstöße. Wie verwegen. Ja, und ich dachte erst, sie wären langweilig. Soll ich die Kabelenden an meinen Nippeln befestigen? Es reicht schon, wenn du es hältst. Gut. Bis da. Okay, das heißt, er hält das Kabel. Drücken wir mal auf den Knopf. Versuchen wir es. Hat ihm also Spaß gemacht, okay. So, jetzt müssen wir nur noch dieses hier überbrücken. Geht das mit dem Stethoskop? Ist das aus Metall? Das hilft mir nicht. Besser nicht. Die beiden Sachen. Das ist gut. Das hilft. Wenn ich das anfasse, würde ich vielleicht das Kabel überbrücken, aber meine Hände wären verschmort. Das ist aber Blödsinn, weil du hast ja den Knopf gar nicht gedrückt. Das heißt, da fließt gerade kein Strom.
Ich hab schon ein ganzes... Was übersehe ich? Hm. Ah, das sieht ziemlich... Nein. Wenn mein Arm nicht lang genug... Was passiert, wenn ich dann nochmal dagegen haue? Hüpsala. Gut, das hat mir gar nichts wenn gebracht. Wenn mein Arm nicht lang genug ist, hilft... Gehen wir wieder nach oben. Und fass das mal wieder an. Du, das kommst du. Und ich da. So, es reicht ja, schon. Ja, 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 ja. Komm, mach hin. Sehr gut. Bist. So, mit der Kamera kann ich nichts machen. Mit dem Gemälde, komm ich eh nicht dran. Ich ruf nochmal die Trolle. Hallo? Was willst du? Ja, im Idealfall hier raus. Kannst du nicht die zwei Kabel da mal bitte... Sie will nicht. Fass doch mal die zwei Kabelenden da an. Bitte sehr. Ach, nicht. Was hat es mit dem Stethoskop auf sich? Ich fühle mich dadurch ein klein wenig wie ein Arzt, dem die Frauen vertrauen. Hat er gesagt, er kann nichts hören, was hier passiert. Damit könnte ich was hören. Ja. Dann lausch mal. Da sind zwei Kannibalinnen, die hier Wache halten. Aber das ist nur eine Phase. Ich glaube, das machen alle von uns durch. Das vergeht wieder. Da wird einer gekocht. Aber ich bin einfach neugierig. Was interessiert dich an Männern denn so? Mit denen kann man nichts anfangen. Ich habe noch nie einen nackt gesehen. Sein... Du weißt schon. Doch, hast du. Ich meine, nicht so verkokelt und schrumpelig. Du solltest dich lieber auf deinen Job konzentrieren. Sonst ist die Königin wieder so sauer. Hast ja recht. Und vergiss nicht, nach deiner Schicht das Scrumboard zu aktualisieren. Klar, bis später. Okay, sie würde gerne einen Mann nackt sehen. Und zwar bevor er gekocht wurde. Dann rufen wir sie nochmal. Hallo? Was willst du? Ich habe gehört, dass du gern mal einen ungegrillten Mann nackt sehen würdest. Naja, sowas haben wir nicht so oft hier. Und wenn, dann nicht lange. Das könnten wir ja ändern. Bist du denn ein typischer Mann? Naja, typisch genug, würde ich mal sagen. Also mein Geschmack und mein Aussehen, ich bin natürlich überdurchschnittlich. Man kann mir viel nachsagen, aber nicht, dass ich normal wäre. Ich bin natürlich überdurchschnittlich. Echt? Also, das macht mich schon neugierig. Aha. Gut, dann zeig mal. Du willst keine Zeit verlieren, was? Meine Schicht ist bald rum. Also los. Okay. Der ist zumindest nicht gegrillt, aber auch total schrumpelig. Ach, je. Er schläft gerade. Er schläft gerade. Dann lasse ich ihn lieber schlafen. Oh. Nein. Sie müssen ihn mal anfassen. Was meinen Sie, was dann passiert? Gute Güte. Halt dich da raus. Also, er hat nicht direkt Unrecht. Aber jetzt habe ich das auch mal im Original gesehen. Danke. Immer gern. Vor allem dann, wenn man nicht verklagt wird. Erinnert mich irgendwie an das Futter für euch. Jetzt will ich aber wirklich was zu essen haben. Naja, es ist eigentlich immer noch keine Fütterungszeit. Aber da du mir deins gezeigt hast, zeige ich dir jetzt auch meins. Ja? Ein Moment. Das sieht sehr
appetitlich aus. Jedenfalls appetitlicher als das andere. Bei dem kleinen Kerl da können wir machen, was wir wollen. Er setzt einfach kein Fett an. Oder es dauert einfach länger. Meine Körperflüssigkeiten sind nun einmal immer im Schwung, gute Frau. Ja, je. So, was hat sie mir gegeben? Eine Bratwurst. Ein schrumpeliges Würstchen. Ach. Ach ja, je. Was für ein armes Würstchen. So, was mache ich jetzt damit? Kann ich damit die Lücke überbrücken? Das passt da genau rein. Ja, aber Wurst leitet doch den Strom nicht, oder? Versuchen wir es. Wir drücken mal da drauf. Okay. Wir haben es geschafft, Pi. Los, wir können von der Insel fliehen. Willst du den kleinen Kerl etwa zurücklassen? Ja. Naja, sie haben ihn halt zum Fressen gern. Larry, das kannst du nicht tun. Du würdest ihn doch nicht seinem Schicksal überlassen. Ich meine, er ist schon irgendwie, anders, aber... Du hast ja recht. Sie gehen schon, Herr Larry. Ich hätte gedacht, Sie wüssten die Gesellschaft dieser Fashion-Damen zu schätzen. Und ich hatte gehofft, wir würden uns noch viel näher kennenlernen. Viel intimer. Das ist aber wo ich genauer darüber nachdenke, wir können ihn auch hier lassen. Ja, ganz genau. Wenn Sie so findig sind, dass Sie sogar aus diesem exzellent bewachten Gefängnis ausbrechen können, mit Ihrer Hilfe könnte ich vielleicht sogar diese Höhle des kosmischen Wissens lokalisieren. Wir könnten die Genüsse dort gemeinsam erleben. Wäre das nicht ganz wunderbar? Ich bin mir da nicht so sicher. Falls Sie sich kundig machen wollen... In meinem Hotelzimmer mit der Nummer 69 finden Sie ein Dossier, das ich zusammengestellt habe. Darin ist alles, was ich darüber herausfinden konnte. Ich denke darüber nach. Halt die Ohren steif. Nicht nur die. Nein. Herrje. Los, raus da. Schnell weg. Halla, die Waldfee. Puh. Wir sind entkommen. Und niemand muss irgendwen essen. Swingle ist noch dort. Ach, der wird schon auf sich aufpassen. Mhm. Aber was machen wir jetzt? Faith hat ihr Gedächtnis verloren. Nicht einmal an mich kann sie sich erinnern. Jetzt denk doch mal nach, wie wir das ändern können, Larry. Mal scharf nachdenken. Ich habe ja eine Idee. Ich will ihr einfach den Puck wieder besorgen und ihr gegen den Kopf knallen. Ich lege sie richtig flach. Gebe ihr einen Kaktus zum Essen. Oh, das ist auch gut. Das hat mir ja ziemlich zum Ende des ersten Teils. Gebe ihr einen Kaktus zum Essen. Ich wusste schon damals, dass das eine schlechte Idee war. Was denn? Es hat mir nicht geschadet. Und ich habe viel dadurch gelernt. Aber nicht, dass man besser keine Kakteen isst. Gerade eben hast du doch etwas von Swingle erfahren. Seine Reißverschlüsse haben mich abgelenkt. Das mit der Höhle. Was für eine Höhle? Larry, er hat gesagt, dass es auf dem Archipel eine Höhle des kosmischen Wissens gibt. Wer sie betritt, erlangt tiefes Wissen über sich selbst. Ich weiß doch längst alles über mich. Nicht du. Aber die Faith nicht. Ach so. Ja. Stimmt. Ob das mit den Genüssen zu tun hat, auf die dieser Knilch scharf ist, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht hat diese Höhle tatsächlich irgendwelche Kräfte, die bei Faith zu einer Selbsterkenntnis führen. Und dann erinnert sie sich. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du mir das Denken abnimmst. Und das finde ich gut. Du musst also die Höhle lokalisieren und öffnen. Ja. Wenn du dann Faith irgendwie dorthin schaffen kannst. Ja. Dann... Ich weiß es. Ich... Lege ihr ein Gummihuhn auf den Kopf. Nein, Larry. Wenn die Legende stimmt, wird sie sich dann an alles wieder erinnern. Das klingt alles fast zu einfach. Okay, lass uns nach Kalawa zurückkehren. Wir sollten in Swingle Suite nach diesem Dossier suchen. Okay. Dann zurück nach Kalawa. Ach, er fährt von selbst dahin. Ich hätte nur zu gern hier alles mal durchgeguckt. Da ist ihm Ian Mai wieder auf ihrem U-Boot. Zentrale, bitte kommen. Nein, ich sagte, das ist Gleitgel. Das kommt nicht in den Mund, sondern
Spuck das wieder aus! Jan Mai, was gibt es? Haben Sie schon etwas über diesen Larry herausfinden können? Halten Sie sich fest, Jan Mai. Er hat bei Prune gearbeitet. Was? Wir haben ihn in den Personalunterlagen gefunden. Er war Stripper-Praktikant. Unglaublich. Das muss eine Tarnidentität gewesen sein. Also hat er auch schon Prune infiltriert, dort vermutlich alle Firmengeheimnisse gestohlen. Aber in wessen Auftrag? Für wen arbeitest du, Larry? Er ist eindeutig eine Bedrohung. Vielleicht sollten Sie ihn sicherheitshalber eliminieren. Nein. Wir dürfen nicht unser Ziel aus den Augen verlieren. Faith, wenn er es geschafft hat, Prune zu unterwandern, wird er vielleicht auch herausfinden, wie Faith ihre Erinnerung zurückerlangen kann. Okay. Nur so können wir herausfinden, wo der Algorithmus ist. Gut. Sie haben mein vollstes Vertrauen und mein bestes Foltermesser. Aber waschen Sie es gründlich, bevor Sie es wieder zurückbringen. Es ist ein Familienerbstück. Mhm. Verstanden. Ich sollte nachsehen, was das Geheimprojekt macht. Hoffentlich gibt es Ergebnisse. Hat er nicht noch eben mit irgendjemandem gesprochen? Von wegen, nimm das Gleitgel nicht in den Mund? Oh, die Nori. Oder Nari. Ich habe Druck bis zum Hals. Nari, meine Kleine. Meine Lieblingsingenieurin. Mein Genie. Wie laufen die Tests? Nun, ehrlich gesagt nicht so gut wie erhofft. Die Motorik ist noch nicht ausgereift und die KI funktioniert nicht gut genug. Und die Sexroutinen? Die gehören zur Motorik. Zum Glück haben unsere Testpersonen einen Vertrag unterschrieben, der Klagen wegen Verletzungen ausschließt. Mit dem Algorithmus von Faith wäre alles einfacher. Es kann nicht mehr lange dauern, Dari. Wenn wir die selbsterlernende Routine haben, wird es genauso laufen. Von selbst. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen unser Produkt ankündigen. Das halte ich nicht für ratsam. Doch, Nari. Etwas braut sich in New Lost Wages zusammen. Ich würde gerne wissen, um welches Produkt es sich handelt. Ich fühle auch so ein Jucken im Schritt. Das hängt damit aber nicht zusammen. Jedenfalls, wir müssen allen einen Schritt voraus sein. Bald enthüllen wir der Welt den P-Bot. Das ist mal was Hübsches. Also, doch, das sieht mir nach dem Zimmer von Swingle aus. Er hat es sich hier wirklich gemütlich gemacht. Findest du nicht, Pi? Bitte such einfach dieses Dossier und lass uns hier verschwinden. Was steht da hinten? Mr. Wenkis Wenki Henkis? Okay. Ja, sieht irgendwie genauso aus wie das Zimmer von... Also vom Aufbau her, das Zimmer der Faith. Das sind Markierungen. Ach, die kann ich nicht mitnehmen. Das scheint eine Größenskala zu sein. Hä? Oh. Ein Fetischanzug. Den nehmen wir mit. Na, da passe ich nicht rein. Hoffentlich. Ein Gagball? Warum heißt der denn Gagball? Der ist doch gar nicht witzig. Den sollte er doch eigentlich schon kennen, durch sein Abenteuer da mit der Nari. Und auch durch sein Abenteuer zuletzt mit der Jan Mai. Der auch eingetragen. Die Wenki Henkis. Sie sehen nicht benutzt aus, aber ich gehe auf Nummer sicher und lasse die Finger davon. Stöpsel können alles Mögliche abdichten. Ein Biberstöpsel. Okay. Ich mag Biber. Okay. Das ist der Biberstöpsel. Der hält dicht. Ich spreche da natürlich nicht aus Erfahrung. Okay. Soft und? So, die Wenki-Hengis kann ich offensichtlich nicht mitnehmen. Sie sehen nicht benutzt. Okay, dann schauen wir mal in die... Ach, hier ist es ein Safe. Abgeschlossen. Damit kann ich... Abgeschlossen. Und man kann da... Abgeschlossen und man kann keinen Code eingeben. Na gut. Ein Telefon. Okay, was soll ich wählen? Hm.
Geht keiner ran. Geht keiner ran. Das sind jedes Mal andere Zahlen. Geht keiner ran. 25134 hatte ich eben. Kopfdruck. Oh, Pi. Das ist die Frage, ob er jetzt irgendwann... dauert mir zu lange. Ja, ja. Eben. Okay, ich glaube, das wird nichts. Da kann ich nichts machen, da kann ich auch nichts machen. Oh, da liegt etwas, ein Massagestab. Okay. Der noch dezent vibriert. Und vielseitig einsetzbar. Ein Kissen. Huch, eine Tentakel. Seltsame Noppen. Oh, ich weiß, ich soll mich an Hebel ziehen, von denen ich nicht weiß, was sie anrichten, aber... Okay. Na, jetzt weiß ich wieder, warum ich das nicht tun sollte. Zwingelsklave. Vielleicht ist es ja auch nur ein Taucheranzug, der zum... Natürlich, Larry. Warum sollte beim Mund sonst ein Reißverschluss sein? Für den Schlauch. Total logisch. Mein Freizeitanzug gefällt mir entschieden besser. Den fasse ich nicht an. Okay, den fassen wir nicht an. Hier irgendetwas machen? Nun komm mal wieder runter. Die Disco-Kugel kann ich nicht nehmen, der Sklave. Ist hier irgendetwas? Baumelt hier irgendein... Okay. Schon praktisch, wenn man sowas einfach wieder abnehmen kann. So, die Ringe kann ich nicht nehmen. Gott, ich glaube, das war's dann auch schon. Aber ich habe halt immer noch nicht gefunden, wonach ich eigentlich suche. Ich meine, ich habe einen Massagestab, eine Tentakel, einen riesigen Dildo, ein Biberstöpsel, ein Gagball und einen schwarzen Fetischanzug. Der stammt von Swingle, aber der hier... Ich brauche ja irgendwie Informationen, um... Na gut... zu dieser Höhle zu kommen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich einfach in den Safe rein muss. Was haben wir hier? Achso, die Kleiderschranktür. Was hat es denn mit den Markierungen auf sich? Die kann ich nicht... Das scheint eine Größe... Das scheint eine... Die... Das wird nichts. Das Telefon auch okay. Einmal. 32168. Skandal! Ja, ich glaube, das war Rosis Nummer. Herrje. Das sollte ich besser lassen. Okay.
Dreimal die 6 will er nicht. Kalaua hat wohl keine Polizei. Gut. Und dann 1 auch nicht. Hm. Hm. Ich befürchte, ich komme hier nicht weiter. Kann ich hier rausgehen? Wir können noch nicht gehen. Wir müssen erst zu... Bitte such einfach dieses Dossier und lass uns hier... Okay, das heißt, es gibt definitiv noch irgendetwas hier in diesem Zimmer. Fahrstuhl. Ein Telefon eben. Das Kabel verschwindet unter der Anrichtung. Hm. Okay, mit dem Kabel kann ich auch nichts machen. Was da wohl drin ist? Und vor allem, wie soll ich da ein... Abgeschlossen. Okay, das Telefon öffnet den Code des Safes. Bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt brauche ich nur den Code. Wie komme ich denn an den Code ran? Vielleicht ist es ja auch nur ein... Natürlich, Larry. Für den Schlau... Mein Freizeitanzug gefällt mir entschieden. Hm. Besser nicht. Die beiden Sachen... Ich kann hier auch nichts mitmachen. Das hilft... Besser nicht. Die beiden Sachen... Das ist gut. Gut. Tja. Was nun? Kann ich irgendetwas kombinieren? Das hilft mir nicht. Gute Idee. Die beiden Sachen. Das lässt sich. Das hilft mir. Gute Idee. Die beiden. Das lässt sich. Das hilft mir. Gute Idee. Die beiden. Das lässt sich. Das hilft mir. Nee, das funktioniert auch alles nicht. Ja gut, passt mal auf. Ich überlege mal weiter. Und beende erst einmal diese Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr wissen wollt, ob wir irgendwann an dieses Dossier rankommen, was sicherlich in diesem Safe rumliegt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.